Hallo und herzlich willkommen bei Jan Thalias Tele Livestream. Ich bin gerade in der Brenzeki, um genau zu sein beim Royal Taj Mahal Hotel. Und wir schauen uns von hier aus heute mal an, was sich hier alles getan hat im Mai hier in der Brenzeki, in der Ortsmitte. Und es hat sich auch sehr viel hier eigentlich schon getan. Die ganzen Hotels haben aufgemacht und es ist im Allgemeinen sehr voll geworden vor Ort. Ich habe auch schon heute hier auf der Seite Kurzvideos vom Strand geteilt gehabt. Also es ist im Allgemeinen richtig voll geworden, ne? Ich kann einmal die Kamera drehen. Und dann wissen auch schon sicherlich viele, wo wir hier sind. Dort hinten ist das Cedar Royal Palace Hotel. Nebenan ist das Hane Garden Hotel. Und von hier aus kann man auch ein bisschen das Trendy Verbena Beach Hotel sehen dort hinten. Und hier ist gleich das Taj Mahal Hotel. Und wenn man hier in die Richtung geht, kommt man zum beliebtesten Strandabschnitt von der Brenzeki und auch direkt zur Promenade. Da vorne sieht man auch ein bisschen das Meer von hier aus. Ich kann das ein bisschen zoomen, dann kann man das auch sehen. Schaut mal, da vorne sieht man das Meer und die Promenade. Aber das wird heute nicht unsere Gehrichtung sein. Wir gehen heute von hier aus in Richtung Fluss. Und von da aus hoch zur Hauptstraße und schauen uns mal an, was sich hier im Allgemeinen in der Ortsmitte getan hat. Und dann legen wir mal los. Wenn man hier geradeaus weitergeht, in welche Richtung wir auch gerade gehen, kommt man direkt zum Fluss von Evrenzeki, und wenn man denen dann in Richtung Strand folgt, dann kommt man auch direkt zur Schildkrötenbrücke. Und wenn man von hier aus gute 300 Meter weiter geht, kommt man vor das Orange Palace Hotel. Das ist das orange Hotel dort vorne, schaut mal, mit der Spitze da oben, mit dem spitzen Dach. Und genau vor dem Hotel ist auch eine Brücke, da sieht man auch immer Schildkröten. Also immer, für alle, die es nicht wissen. Und hier gibt es auch viele Einkaufsmöglichkeiten. Hier direkt vor den Hotels geht es langsam los. Das Evren Bazaar und nebenan das Stone Center. Und hier in Evrenzeki trifft man auch auf viele Tiere, wie zum Beispiel auf Hunde und Katzen. So hier zum Beispiel. Die sieht ja aus wie meine Stefanie. Babykatze, die ich zurzeit im Laden habe. Scheint auch noch ein jüngeres Tier zu sein. Hier ist es ja auch sehr belebt, und je belebter eine Ortschaft ist, desto mehr Tiere sieht man auch da, weil Tiere halten sich auch die meiste Zeit da auf, wo sie auch viel Futter bekommen und auch gefüttert werden. Ja, und dann sind wir hier gleich vor dem Royal Dragon Hotel. Hier haben wir komplett saniert dieses Jahr. Das Hotel hat auch schon aufgemacht. Und das schauen wir uns auch sicherlich demnächst mal an. Der Weg führt bis zur Hauptstraße, wo auch die Busverbindungen sind. Nach Cholakle Gündoğdu, Kumköyside und Manavgat. Und die andere Richtung führt direkt bis zum Strand. Also die ganzen Wege, die hier in Evrenzeki in Richtung Ortsmitte gehen, die führen bis zu den Busverbindungen. Und hier ist auch das große Stone Center, was ja auch zu der Stone-Kette gehört. Hier zum Royal Dragon Hotel. Das ist die Einkaufspassage. Hier sieht man das Dragon Hotel.
Wir haben jetzt die letzten 2 Tage 2 Hotels besichtigt. Gestern das Paloma Ocean Resort Hotel in Krumkühl und den Tag davor das Ziele Zeugmach Hotel. Und es werden auch mehrere Hotels jetzt demnächst kommen. Für morgen ist das Ziele Allegra dran. Aber es soll ja Unwetter geben. Sollte es Unwetter wirklich geben, verschieben sich halt die Hotelvideos. Und nächste Woche werden dann auch 3 bis 4 Hotels wieder vorgestellt. Also die Hotelvideos werden demnächst sehr zunehmen. Denn alle Hotels haben auf und alle Hotels sind auch mittlerweile in der Hochsaison seit Mai. Und da auch auf dem besten Stand, wie ein Hotel sein kann, vom Strand her, von dem Pool, von den Bars, von den Zimmern her. Und daher werden noch viele Hotels vorgestellt demnächst. Und das auch über das ganze Jahr. Also über den ganzen Sommer jetzt, ne? Über die Saison. Und hier sieht man auch einen Taxistand. Man kann auch überall mit dem Taxi hinfahren. Von hier aus. Die Preise können vorher nachgefragt werden, denn die haben meistens Festpreise nach Side, nach Krumkühl, nach Manavgat zum Flughafen, nach Alanya, zum Wasserfall. Die haben immer Festpreise und da kann eigentlich kein Mokoko passieren. Von daher, wenn jemand irgendwo hinfahren will, kann man ein Taxi fragen und wenn sich das rentiert, mit mehreren Personen lieber mit dem Taxi zu fahren, könnte man ja lieber mit dem Taxi fahren, anstatt immer auf den Bus zu warten. Ja, und hier sind wir auch an einer ganz beliebten Stelle. Wenn man nicht hier in die Richtung geht, kommt man auch direkt zur Ortsmitte. Aber wir gehen von hier aus zum Fluss und biegen dann rechts ab, dass wir auch praktisch fast bei der Moschee sind. Hier nochmal den Blick auf den riesen Parkplatz. Hier das Port City Hotel. Und davor ist das Similia Beach Hotel. Das haben wir auch schon mal vorgestellt gehabt. Und dann auch noch mal zeigen, hier das Edinburgh King's Palace Hotel. Und hier nebenan ist gleich das Barut B Suites. Und vergisst auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man jetzt hier in Evrensechi sein sollte. Im Mai wird sich jetzt hier nicht viel ändern. Wir haben 18.30 Uhr Ortszeit. Und der Weg führt auch wieder bis zum Meer. Und da vorne sieht man auch das Meer. Schaut mal, ich kann es wieder zoomen. Da vorne sieht man auch das tolle blaue Meer. Und jetzt gehen wir hier gegen die Sonne. Aber das wird nicht lange gehen, sondern bis zum Fluss, der gleich da vorne ist, wo das Auto da hierher gebogen ist. Hier mal der Hoteleingang vom Barut B Suites Hotel. Und hier links ist das Evren Beach Hotel.
mal hier das Evren Beach in Evren Seki, was zur Sunnis-Kette gehört. Das Schwesterhotel, Kumki Beach Resort Hotel, hat ja die letzten Jahre im Winter zu. Aber das Evren Beach Hotel wird aufgehalten. Und das ist der Fluss von Evren Seki. Und wenn man hier gute 300 Meter weiter geht, kommt man gleich zur Schildkrötenbrücke. Ich wollte vor 3 Tagen die Schildkröten filmen, aber dann war ich hier. Das Wasser war so aufgewühlt wegen dem ganzen Regen, was war. Da habe ich gesagt, ich mache das mal lieber an einem Tag, wo das Wasser ein bisschen schöner aussieht und nicht so braun. Daher bin ich da wieder zurückgefahren. Aber wenn man hier mal geradeaus weitergeht, kommt man zur Flussmündung, zum Hafen und zur Schildkrötenbrücke von Evren Seki. Und wir gehen von hier aus hoch zur Hauptstraße und mal schauen, was da an der Hauptstraße ist. Wir hatten heute einen ganz, ganz herrlichen Tag. Es soll morgen und übermorgen bewölkt sein. Es soll sogar Regen kommen. Und am Montag ist wieder tolles Wetter und nächste Woche Freitag, also heute in einer Woche, sind das dann 30 Grad, am Samstag 31 Grad. Also es wird richtig warm demnächst. Dann haben wir auch schon Mitte Mai. Und da drüben sieht man das hier. Sun Palace rechts, links müsste es das Sea the Breeze sein, was hier gleich gegenüber ist. Also das ist der Sun Palace und hier nochmal der Fluss und da vorne rechts geht schon einer der vielen geschlossenen Basare hier in Evren Seki los. Das ist das Selge Park. Das ist ein Einkaufscenter, wo ganz viele Geschäfte sind, wie man es auch hier vor Ort gewöhnt ist. Und da vorne ist die Moschee. Die kann man auch von hier aus sehen. Und das ist der Blick zurück. Da sieht man den Fluss. Da läuft doch schon hier Musik. Ich muss hier ganz kurz den Ton ausmachen wegen der Musik. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Leider hat ja Facebook ein sehr, sehr scharfes und strenges Urheberrechtsschutz. Ich habe sogar
wenn ich bei Sido und Katzen etwas teile, was ich vorher bei Cats and Goat geteilt habe, obwohl das mein Video ist, obwohl es hier von der gleichen IP geteilt ist, von meinem Handy, habe ich da trotzdem Urheberrechtsschutz und das muss ich auch beantragen, dass ich auch der Besitzer der Seite Cats and Goat und Sido und Katzen bin, also dass das Video meins ist und es ist ein Originalinhalt. Und da müssen gerade 15 Videos bestätigt werden von Facebook. Also mit dem Urheberrechtsschutz ist da Facebook sehr, sehr streng und daher, wenn ich da irgendwo, wo Musik ist, also wenn es keine Live-Musik ist, sondern richtige Musik, da muss man leider kurz den Ton ausmachen, ansonsten kann das blockiert werden, das Video. Das ist uns auch schon mal passiert. Von daher, wenn da Musik kommen sollte, wenn wir in einer Bar vorbeigehen, muss ich halt für ein paar Sekunden den Ton ausmachen, bis ich da vorbeigegangen bin, ne? Damit ihr Bescheid wisst, denn Facebook ist da sehr streng, was sowas angeht. So, und hier ist dann die Moschee und wenn wir den Fluss überquert haben, sind wir auf der Seite von Cholakle. Aber die andere Seite schauen wir uns einen anderen Tag an. Wir sind hier jetzt beim Serra Resort. Und hier hat man noch einen schönen Blick in Richtung Edinburgh King's Palace, Evren Beach oder auch dem Baroque Suite Hotel. Und wir gehen mal in die Richtung, in Richtung Kumköy. In die andere Richtung kommt man nach Cholakle und nach Gumodo, wenn man in die andere Richtung geht. Und wenn man von hier aus in den Bus einsteigt, die fahren euch von hier aus nach Kumköy, Manavgat und Side. Auf der anderen Seite kommt man nach Cholakle und Gündodo. Und hier gibt es auch ein paar Statuen, die Kamele, wo man auch tolle Fotos machen kann. So wie hier zum Beispiel, ne? Hier kann man tolle Fotos machen. Und hier ist eine Bushaltestelle. Hier steht Evren Seki Dolmuş 3. Das heißt, die Nummer 3 ist der Evren Seki Dolmuş. Das heißt, Dolmuş heißt der Bus hier. Und da fährt man, da kommt man nach Manavgat, Side und Kumköy, wie gesagt. Und die fahren eigentlich im Sommer jetzt alle 5 bis 10 Minuten. Kommt hier ein Bus, gerade ist auch einer vorbeigefahren. Und wenn man hier jetzt spazieren gehen sollte und es hupt ein Auto, das ist immer ein Dolmuş, der die Leute aufmerksam machen will, dass er vorbeifährt. Und falls jemand mit dem Dolmuş fahren will, dann kann man da den Arm strecken und dann wird man mitgenommen. Und hier gibt es nochmal eine Einkaufsmöglichkeit. Und hier schon wieder eine Bushaltestelle. Seki Dolmuş 3. Und hier gibt es auch eine Ampel mit Zebrastreifen. Und bevor ihr über die Straße geht, seid euch bitte sicher, dass ein Auto wirklich nicht kommt, denn es fahren sehr oft die Leute einfach weiter. Nicht, dass der Urlaub im Horror endet. Und von hier aus, hier seht ihr das,
Seht ihr das? Der hält nicht an. Habt ihr das gesehen? Ich bin hier gerade schon fast auf der Straße gewesen und der hält nicht an. Also von daher immer ein bisschen vorsichtig rübergehen. Und von hier aus kommt man wieder zum Iden Bay Hotel. Zum Drang Hotel. Das sieht man auch da hinten. Von da aus sind wir auch in Richtung Fluss gegangen. Dann sind wir hier jetzt vor dem Aquamarine Side Resort und Spa Hotel. Und ab hier gibt es auf der rechten Seite, also an den Hotels, gibt es hier keine Geschäfte. Die Geschäfte sind alle auf der anderen Straßenseite. Sag mal, da gibt es viele Geschäfte. Auf der Seite hier gibt es diese zwei Einkaufscenter, die überdachten. Aber was man da bekommt, bekommt man auch da drüben draußen. Aber auf der Seite gibt es das Hotel Aquamarine Side, das Haneförmige Resort, das Well Palace, das Crown Palace, das Dreamworld Resort und das Palm Resort. Und dann ist man auch schon wieder in Kumkyoe. Also gibt es viele Hoteleingänge auf der Seite. Also 5 Hotels haben hier den Eingang. Und durch die Hotels wahrscheinlich keine Geschäfte. Aber die Geschäfte sind dann auf der anderen Seite sehr viele da. Und wenn man hier schon von Geschäften spricht, die haben auch immer wieder viele neue Abonnenten und alle, die es noch nicht wissen, ich habe auch in Kumkyoe 2 Geschäfte. Ich habe einen Optiker und einen Juwelier. Ich verkaufe Goldschmuck, Brillantenschmuck, Silberschmuck und mein Juwelier. Reparaturen, Steineinfassung, Aufarbeitung mache ich auch. Oder ich verkaufe Brillen mit Sehstärke, Fernbrille, Nahbrille, Gleitsichtbrille, Officebrille, Bifokalbrille, Fernbrille, Nahbrille, wie gesagt. Und wenn jemand eine gute Brille benötigen sollte oder etwas an Goldschmuck benötigen sollte, kann sich gerne bei mir vor Ort in Kumkyoe unverbindlich beraten lassen in meinen Geschäften EZ Optik und Jewelry vor dem Paloma Ocean Resort Hotel. Habe ich meine 2 Geschäfte. Das ist das Hotel, was ich gestern vorgestellt hatte, das Paloma Ocean Resort Hotel. Da haben wir eine Ladenzeile von 14 Geschäften. Und das ist genau von hier, circa 1,5 Kilometer in die Richtung, wo wir gerade gehen, das Paloma Ocean Resort Hotel. Und ich freue mich natürlich auch auf alle Besuche, die da immer kommen im Laden, immer Hallo sagen, grüßen oder auch meinen Katzen was mitbringen. Also wie gesagt, IC Optik und Jewelry, wird geschrieben IC Optik und Jewelry in Kumkyoe vor dem Paloma Ocean Resort Hotel. In Kumkyoe sind meine Geschäfte. Und wer da Interesse haben sollte, wie gesagt, an Goldschmuck oder Brillen, kann gerne bei mir vorbeischauen. Und jetzt kommen wir hier an einer großen Wiese vorbei. Das ist einer der wenigen Grundstücke, die hier in Adrensekje noch frei sind. Und hier soll auch ein Hotel hinkommen. Genau hier hin. Es wird erzählt, dass das Dragon Hotel dazu baut. Das ist das Hotel dort hinten. Schaut mal, das Royal Dragon Hotel. Ich weiß aber nicht, wie weit die jetzt sind, ob das auch noch so sein soll. Auf jeden Fall ist es im Gespräch und
Es wird erzählt, dass hier noch ein Hotel gebaut wird demnächst. Und wenn man hier das Hane Family Resort sieht oder gleich nebenan das ehemalige Crown Charm Hotel, was mittlerweile Bell Palace heißt, kann man sich vorstellen, dass hier noch ein Hotel hinkommt. Denn links und rechts sind ja überall Hotels. Und auf der anderen Seite sieht man, wie gesagt, überall Geschäfte. Egal, wo man da geht. Man sieht überall Geschäfte. Da vorne sind wir vorhin an den Hotels auch vorbeigegangen. Das Taj Mahal links, das rote Hotel, und rechts das Royal Drang Hotel mit dem japanischen Dach. Und der Weg führt dann logischerweise auch direkt wieder vor die Hotels. Man merkt auch, dass viel mehr Leben ist als in den Monaten davor. Als wir hier waren. Wir haben ja auch unsere Orte, wo wir definitiv einmal im Monat vorbeischauen. Dazu gehört Kumkö-Strand, Evrenseki-Strand oder ein Teil der Ortsmitte in Kumkö oder ein Teil der Ortsmitte von Evrenseki. Das sind ja auch die meisten Orte, die besucht werden, wo die meisten ihre Hotels haben. Eine richtige Hochburg für die deutschen Urlauber ist ja hier Kumkö und Evrenseki. Ja, und wenn man hier weitergeht, man geht hier gerade am See the Crown Palace Hotel vorbei, dann kommt das Dream World Resort und das Palm World Resort. Und dort ganz hinten sieht man das Dream World Aqua. Aber wir gehen mal hier rechts rein. In Richtung Hotels, Richtung Strand, am See the Royal Style hier rechts vorbei. Da wieder das Crown Palace. Und hier wieder das See the Royal Style Hotel. Und vergisst auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man jetzt demnächst hierher nach Evrenseki kommen sollte. Und im Blickfeld haben wir das
Hanegraden Hotel. Und links davon ist das Lilium Resort und Spa Hotel. Das Lilium Hotel. Hier sieht man das Hanegraden. Und da nochmal das Lilium Hotel. Ja, und hier rechts ist das Cide Royal Palace Hotel. Wir haben auch einen Beach Service, das ist hier der Beach Service von den Cide Royal Hotels. Und da sieht man wieder die Einkaufsmeile am Evren Bazaar. Hier nochmal der Blick in Richtung Hanegraden, Lilium, Cide Crown Palace, Cide Royal Style und Palace. Von hier aus der Weg in Richtung Strand. Am Royal Taj Mahal geht man hier vorbei. Und dann sind wir auch schon wieder da, wo unsere Tour heute angefangen hat. Wir haben ja hier vorne angefangen an dieser Kreuzung hier. Und wenn man hier links geht, kommt man bis nach Kum Koei und wie gesagt auch zur anderen Schildkrötenbrücke, die zwischen Kum Koei und Evrensek hier ist. Und das ist hier der Weg zum anderen Fluss, den sind wir auch gegangen. Und hier vorne steht auch wieder mein Auto. Ich möchte mich dann von hier aus verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.